Tag, meine Damen und Herren. Disclaimer: Ludwig Tieck's Runenberg ist nicht Erebor, gell? Es geht hier nicht um Mittelerde und mondscheinlesbare Zwergenbuchstaben, sondern der heißt so, weil da Alraunen oder wie Tieck das nennt, Alrunen wohnen. Ja? Runenberg. Wollen Sie trotzdem hören, worum es geht? Schön. Mit dabei sind Christian. Der ist Jäger und Sohn eines Gärtners, der nicht so recht weiß, wohin in der Welt. Das ist übrigens sein Papa, der ist Gärtner, wie man sieht. Dann gibt's einen Fremden, der ihm mehrmals begegnet und der große Ähnlichkeit, sieht man auf den ersten Blick, mit einer zauberhaften, großen, dunkelhaarigen Frau hat, genannt die Waldfrau. Die hat auch noch ein anderes Gesicht, das lernen wir später kennen. Und weiterhin wichtig, Elisabeth. Hübsche, nette, blonde Bauerntochter. Und los geht's. Chris sitzt einsam im Wald. Lustig ist das Jägerleben, na, ich weiß nicht. Vielleicht gehe ich jetzt doch in die Ebene nach Hause zurück. Ich meine, da gab's Zivilisation und Bücher und so. Und geistesabwesend rupft er irgendwie eine Wurzel raus. Und die so, und der, Hilfe, scheiße, war das jetzt so eine Alraunenwurzel, wo man verrückt wird, wenn man den Schrei hört? Hallo. Woher, wohin? Also, ich mache eine Ausbildung zum Jäger. Papa wollte, dass ich Gärtner werde, aber ich musste halt hier ins romantische Gebirge. Ich musste einfach. Wald, Fels, Freiheit. Aber jetzt muss ich seit 8 Tagen Vögeln nachstellen. Das wird irgendwann auch langweilig. Ach, ich weiß nicht. Guck mal da hinten, der Runenberg. Was? Schon mal da gewesen? Der ist voll geheimnisvoll. Nee? Ja, der ist voll cool. Würde ich mal gucken gehen. Ich gehe da mal wieder in den Schacht, denn da wohne ich. Tschö! Und Chris klettert zu diesem Berg hoch auf einem sehr schmalen Pfad, der dann irgendwann sehr gefährlich verschwindet. Und dann guckt er durch ein Fenster in so eine Ruine rein und sieht eine wunderschöne Frau. Diese singt zunächst mal. Boah, die singt voll toll. Und dann zieht sie sich aus. Die zieht sich aus! Oh Gott, wow! Und ihm wird voll schabummrig. Und irgendwann wendet sie sich zu ihm und reicht ihm durch das Fenster, durch das er reingeguckt hat, eine Tafel mit Juwelen besetzt rein und sagt, da, als Andenken an mich, du Spanner. Und er so, wow! Und ist voll verstrahlt, weiß gar nicht mehr, wie er nach Hause kommt von diesem Berg. Und am nächsten Morgen, als er aufwacht, ist die Tafel weg. Und er so, was? Habe ich jetzt alles nur geträumt oder was? Ach, dieses Gebirge, ich muss mal ins Flachland. Und er geht in die Ebene. Ach, guck doch mal das Dörfchen, wie schön. Ach, und diese Häuserchen und die Felderchen. Und dann geht er in die Kirche, wo alle fleißig singen. Und der Pfarrer sagt, er tut seine milde Hand auf und sättiget alles, was da lebt. Aber ehrlicherweise hat der Christ nur Augen für die Elisabeth. Boah, ist die hübsch, ich bin voll verliebt. Und im Handumdrehen wohnt er bei ihren Eltern und arbeitet jetzt als Gärtner. Ein halbes Jahr später sind sie verheiratet und noch ein Jahr später kommt die kleine Leonora zur Welt. Mensch, jetzt habe ich endlich eine Heimat. Ist alles super, ich müsste nur mal nach meinen Eltern gucken. Tja, das verstehe ich, ist zwar doof, aber da musst du echt mal hin. Mach. Und er macht sich auf den Weg und kommt erstmal ins Gebirge. Bah, Gebirge böse! Da wird mir ja nur wahnsinnig mit den bösen Pflanzen und den Playmates in den alten Gemäuern. Sabba. Da sieht er einen alten Mann, der eine Blume anguckt. Und der so, ach, hallo Sohnemann, kommst du mir entgegen? Papa, was machst denn du hier? Tja, die Mama ist tot und da habe ich dich gesucht. Aber als ich die Blume fand, wusste ich, dass ich dich hier treffe. Och Mensch, arme Mama, komm mit. Und sie wohnen jetzt alle zusammen patchworkmäßig in dem neuen Dorf und sie verstehen sich voll gut. Es gibt noch mehr Kinder und alles geht jahrelang gut. Bis eines Tages ein Fremder aufkreuzt, der 3 Monate lang bei Chris wohnt. Ich kenne den doch irgendwoher und am Ende sagt er, so, ich muss da mal wieder ins Gebirge, das ist nämlich geil. Hier, das Geld verwahrst du mal für mich und wenn ich nach einem Jahr nicht zurück bin, dann kannst du es behalten. Und der nimmt das Geld an sich. Boah, das könnte ich jetzt echt gut gebrauchen. Und der Papa sagt, ach, lass doch das blöde Geld. Und der Chris wird immer manischer, bis eines Nachts, Chris, wieso schläfst du nicht? Sag mal, streichelst du das Gold? Mein Schatz, das ist verflucht, du musst mal wieder in die Kirche gehen. Und er wird echt süchtig nach dem Geld. Und seine Frau sagt auch, ich verstehe den überhaupt nicht mehr. Machst du jetzt bitte mal eine Therapie? Ach nee, gibt's ja noch nicht. Mir geht's ja auch gut. Diese kalten Steine, das ist doch ein Unglück. Nein, eine Pflanze ist das ganze Unglück. Die Alrune, frag die Steine. Der ist völlig wesensverändert. Ich weiß gar nicht, was wir machen sollen. Und als die Familie mal wieder in die Kirche geht, ich komm gleich nach. Ach, ich hab's mir anders überlegt. Geht er aufs freie Feld und denkt so nach, die Lizzie ist auch nicht mehr jung, ich habe mein Leben echt verschwendet. Huch, der Fremde. Denn er sieht im Hintergrund eine Person kommen und dann stellt sich heraus, nein, das ist die schöne Frau. Aber als er näher kommt, sieht sie gar nicht mehr so schön aus. Und er so, wer bist denn du? Ich bin das Waldweib und wir kennen uns, du Spanner. Und sie gibt ihm die Tafel mit den Juwelen besetzt. Und die schnappt er sich und trägt sie heim und zeigt sie seinem Papa. Papa, guck doch mal. Nein, oh, das ist ja böse. Verführung, da steht, dass Blumen und Liebe nur vergänglich und schmerzhaft sind. Ja, aber unermessliche Schätze gibt's in der Erde. Das Waldweib hat gerufen, ich gehe in Schacht. Und weg ist er.
Und wenig später stirbt der Papa und die Schwiegereltern auch. Und nach 2 Jahren heiratet die Lizzie neu. Es gibt noch mehr Kinder, aber jetzt hat sie kein Glück mehr im Leben mit ihrem neuen Mann. Bis sie irgendwann nur noch eine einzige Kuh haben und ein paar Schafe. Und die muss sie auch noch selber hüten mit der Leonora zusammen. Da kommt ein zerlumpter, bärtiger Wanderer. Und der so, hallo, ich habe kostbare Schätze in meinem Rucksack. Und der hat voll die Kiesel im Rucksack. Ja, das sieht so aus, als ob die nichts wert wären. Aber in Wirklichkeit sind das total wertvolle Schätze. Hast du gesehen, Elisabeth? Woher weißt du, wie ich heiße? Ich bin doch dein Christian. Und er fällt ihr um den Hals und die so, nein, ich bin wieder verheiratet. Ja, ich verstehe schon, na, ich bin sowieso schon so gut wie tot. Aber du, Leo, kannst auch deinem Papa mal einen Kuss geben? Nein! Aber sie wird hingeschoben, Schmatz. Und dann geht er zurück zum Waldrand, wo das Waldweib auf ihn wartet und spricht mit ihr. Und die gucken ihm entgeistert nach und er so, was ist denn? Und das ist das Letzte, das von ihm gesehen wird. Jetzt könnte man sagen, Gärtner, bleib bei deinem Weißkohl. Klar, eine unerfüllte Sehnsucht kann einen echt verrückt machen und es ist interessant, dass es bei Tieck oft das Geld ist, das die Leute unglücklich macht. Aber insgesamt beschreibt der Romantiker diese große Sehnsucht nach Freiheit, Wildheit, Natur, Ehe. Sie ist einfach ein Teil von uns und vielleicht ist das Geheimnis, dass wir sie nicht unterdrücken sollten. Und das, liebe Gemeinde, war der Runenberg von Ludwig Tieck. Vielen Dank. We'll be right back.